Hallo YouTube und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Update-Video. Sorry für diesen, das Vorfeld schon mal schreckliche Video. Ich habe bei mir gerade einige Probleme. Das kann ich euch jetzt alles in Ruhe erklären. Fangen wir an erstmal, warum gab es kein Update? Mein PC ist kaputt gegangen. Also ich hatte seit etwa 3 Wochen mal wieder Abstürze. Und ich dachte zuerst, das wäre läge an meinem... beziehungsweise zuerst habe ich eine Grafikkarte, deswegen habe ich meine Grafikkarte für ein paar Tage an meinen Mitbewohner verliehen. Der hat die getestet. Immer gab es keine Abstürze. Also habe ich das Netz, also habe ich die Grafikkarte erstmal rausgenommen. Und nun ja. Dann habe ich gedacht, das müsste das Netzteil sein. Weil das eigentlich immer nur mit der Grafikkarte im Zusammenhang abgestürzt oder mit Spielen, besser gesagt. Und eigentlich bei meiner CPU keine Probleme gehabt. Deswegen habe ich mir eigentlich ein neues Netzteil gekauft, nämlich ein das von MSI. Das MPEG A850GF. Da, ich dachte ich zuerst, wäre mein Fehler. Ja, was habe ich kennengelernt? Ich habe es eingebaut. Mein PC ist dann, hatte insgesamt 2 Stunden oder 3 Stunden gelaufen und ist dann komplett abgestürzt. Ist nie wieder angesprungen. Dann dachte ich, dann ja, war ich mir unschlüssig, weil Grafikkarte kann es nicht sein, Netzteil kann es nicht sein. Was kann es sein? Entweder Mainboard, CPU, Mainboard, CPU oder zum Beispiel SSD. SSD habe ich mal ausgeschlossen, weil das hätte ich jetzt, wir hatten halt andere Probleme mit. Einfach, dass es nur ein BIOS ist und kein Boot zum Beispiel. Deswegen, das habe ich eigentlich ausgeschlossen. Dann dachte ich, es müsste mein Netz, also mein, nun ja, mein Mainboard sein, sagt. Wie schon gesagt, das Video ist nicht gut. Und ja, habe ich mir ein neues Mainboard bestellt, das MSI. Blablabla. X470. Gaming Carbon. Ja, steht hier vorne. CPU eingebaut. Hat trotzdem nicht gestartet. Also, Ende vom Lied. Meine CPU ist kaputt. RIP Ryzen 1800X. Yep, naja, bestellt. Und deswegen sind wir. Windows hat sich gerade abgeschaltet, aber ansonsten seht ihr schon mal, PC im normalen Aufbau läuft wunderbar. Ich bin so glücklich, dass das nicht mein Mainboard ist, weil ich liebe mein Asus Mainboard, also das Corsair Hero X 370. Also das Mainboard ist einfach mein Lieblings-Mainboard, was ich mir jemals gekauft habe. Sogar ich mag es sogar mehr als mein Ersatz-Mainboard hier vorne. Gut. Also kommen wohl in der nächsten Zukunft wohl wieder Videos. Ich wollte euch schon mal dieses Update gerade zeigen. Und das war einmal mitten in der Klausurenphase. Ich habe vorgestern eine Klausur geschrieben. Und habe danach mein PC hier umgebaut. Nur damit man das in der Referenz hat. Das ist mir mitten in der Klausurenphase passiert. Extrem scheiße. Hat mich ein bisschen abgefuckt. Deswegen gab es da einmal halt auch keine Videos zu, weil ich musste mich halt wieder mal zum einen auf die Klausuren konzentrieren und zum anderen gucken, dass ich meinen PC wieder zum Laufen bekomme. Deswegen muss ich euch mal ein bisschen im Hintergrund setzen. Aber jetzt sollte es wieder funktionieren und da sollten einige schöne Sachen dabei rumkommen. Und falls ihr mal ein Video braucht, schaut auf Maxus Trash kennen. Da sollte mein Weg zum Physiker das neueste sein, was leider nicht gut geworden ist. Aber das Video versuche ich dann demnächst nochmal neu aufzunehmen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder auf meinem Kanal. Mein Weg zum Physiker versuche ich dann noch morgen aufzunehmen. Heute muss ich mal den PC zurücksetzen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald und tschüss.